Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Spiel. Ich spiele gerade die Hunden gegen den Selfless Vegeta. Ja, Spiel startet. So, der Gegner ist aus Deutschland, das heißt relativ wenig Lag. Im Hunden war natürlich immer am Anfang mit den Dorfwohnungskarten gehen. So, jetzt haben wir hier leider nur drei Schafe gefunden. So, da vorne müssen wir wieder zurück. So, die Schlacht mit der Schaf hier. Und jetzt kann ich auch mit dem übrigen Schaf scouten gehen. Hier ist noch ein Schaf, das muss ich noch einsammeln. Gehen wir mal hierher. So, ich habe noch die Scrollgeschwindigkeit von vorher eingestellt. Ah, okay, das ist schon fast. Gut. Ich dachte, das ist schneller. Ich habe schon meinen Wildschwein gefunden. Beide Wildschweine schon gefunden. Das ist gut. Der Wald ist hinten an der Map. Das ist auch gut. Das hat sich fast eine der Bewohner zu viel an die Schafe geschickt. So, ihr droppt mal kurz ein bisschen Futter. So, du baust, du holst Holz. So, und du läufst zurück. Wir haben jetzt unsere zwei Schafe, immer unsere zwei Wildschweine gefunden. Und auch unsere Rehe, aber leider haben wir nicht mehr. So, ich gehst du jetzt schon auf das Wildschwein. So. Ich hole mir auch gleich Blumen. Da vorne sollte das schon überleben, eigentlich ohne Luma auch, aber wurscht, habe ich halt. Dorfbewohner auf die Bären. Leider immer noch keine Spur von den Schafen. Dafür hier zwei Rehspots, also hier vier und da sind auch noch ein paar. Das ist cool. Kann ich dann auf die Rehe gehen. So. Schafe gefunden, toll. Zwei Schafe. Fehlen noch zwei. Ich werde hier, glaube ich, auch eine Mühle herbauen und dann sollte ich genügend Nahrung haben. So, perfekte Boilo, das will schon wieder jetzt, glaube ich, zu Ende gehen. Mal sehen, ob wir die Schafe noch finden. Yes, hier sind sie, die Schafe. Jegliche Nahrung gefunden. Und ich kann hier schon mit 21 Pop in die nächste Zeit gehen. So. Hier bauen wir keine Felder. So, das ist ein Dorfbewohner zu viel auf den Bären. Ich werde dann hier voll auf die Rehe gehen, sobald ich am Weg in die Verlaufzeit bin. Na, ich glaube, ich kann gar keine 21 Pop machen. Mir geht sich gar nicht aus. Das
So, ihr liefert alle Namen ab. So, hier haben wir einen Gegner. Nö. Shit, ich hätte einen davon noch mehr. So, komm, drei Nahrung. Ja, super. So. So, hier ein abgefällter Baum des Gegners. Du passt hier von der Baracke. Glück mir hier das Gold durch. Es fehlt kein Gold. Das heißt, der Gegner geht wahrscheinlich nicht auf meine Dams, auf die ich auch nicht vorbereitet bin. So. Ich habe vier davon auf den Bären. Wir haben nun 7 auf dem Holz. Finden wir mal raus, was der Gegner jetzt noch hier treibt. So, wir bringen hier einen Haufen Nahrung. Immer 2 Dorfbewohner hinschicken, um den Stall zu bauen. Gegner. Komm, das geht sich auch aus, Yeah. Er ist jetzt auch in der Feudalzeit. Okay, er geht auch in den Stall. Typische Hunden. Kriegt dann. So, er schenkt mir hier ein paar Gratis-Hits. Hier geht's natürlich auf das Reh. Boah, Spearman geht hier rauf. So, er ist auch auf die Rehe gegangen. Als nächstes killt sie da drüben die Leute. Die wird es nah ab. Ich denke, ich probiere jetzt hier Full Scouts. So, ich probiere jetzt hier Full Scouts. So, die nächsten davon gehen dann aufs Gold. Aber als nächstes brauchen wir noch die Schmiede.
um das Upgrade zu erforschen. Das Verteidigungs-Upgrade. Die Schmiede bauen. Um sich den anfangen Damage zu machen. Bisher läuft es nämlich nicht so gut. So, und du baust den zweiten Stall. Holz. Es läuft wie am Schnürchen. So, ihr Rückzug hier. Hat auch schon Bloodline Scouts, so wie ich. Kommt, zerstört die Felder. GG, GG. Well played. Ha, keine Hautkiste, alles ist blöd. Ja, GG. Er hat gut gespielt, also. Hat mich überrascht, ich möchte noch wissen, welche Upgrades er hatte. Er hatte auch plus 1 Verteidigung. Und plus 2 Angriff. Ah, er hatte dieselbe Strategie wie ich. Ha, wer spielt heute heutzutage noch ESC? Ja, ich und alle, die hier zuschauen. Passt. Achso, ESC, er meint wohl Little Kingdoms. WWC, schreibt mit K. Hey, Dankeschön fürs Zusehen. Ich freue mich über ein Like und all das und tschüss, bis zum nächsten Mal.